Schlag zu. Oh, ungünstig. So, sehr schön. Mal ein paar Skelette geklärt, mal wieder ein bisschen Stuff bekommen. Knochen und Pfeile sind natürlich immer gern gesehen. So, und darauf erstmal eine Runde schlafen. Und mein Triforce auch mal wieder anmachen. Okay. Dann... Pfeile habe ich 40. Die Knochen lasse ich mal hier, weil die brauchen wir ja dann auch noch zum Zeug bauen hier auf dem Feld. So, Flint kommt auch hier rein. Crisis Soundtrack. Crisis ist auch ein extrem gutes Spiel, finde ich. Sowohl der erste als auch der zweite Teil. Wobei der erste gefällt mir an sich tatsächlich sogar noch besser als der zweite. So, Gravel. Der Graveling Hook. Halt, hier ist der Cobblestone. Haben wir eigentlich irgendwo Schätze? Ja doch, hier ist Eisen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins. So. Der Cleanstone kommt hier unten rein. Hier im Cleanstone. Das ist wie. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal wieder runter in die Höhle. Wir können auch gleich wieder den Abstieg hier oben nehmen, weil ich meine, wir wissen ja, wie wir in unseren Höhlenteil reinkommen. Pfeile habe ich genug. Ja gut, Rotten Flash nehmen wir auch mal mit. Da. Völlig verwüstet hier. Und das ist die falsche Richtung. Hallo Creepermann. Mir wurde neulich erzählt, dass es in Borderlands 2 angeblich auch einen Creeper-Raum gibt. War ich total überrascht, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich weiß so viel über Borderlands und gefühlt weiß ich gar nichts. Muss mich zurückhalten, wieder den Gravel hier abzubauen, ne? Scheiße, ich habe mich verlaufen. Oh, hallo Zombie. Ah, gefunden. Weil ich hier unten rein wollte. Wollte nämlich mal wieder die Gänge hier abgrasen. Mal wieder ein bisschen tiefer gehen. Falls ich irgendwo einen Weg nach unten finde. Natürlich auch das Eisen hier aus der Decke mitnehmen. Und die Kohle. Es ist aus Super Smash Bros. Melee der Soundtrack gerade. Ich glaube, das ist die Turniertafel aus Melee. Sorry Leute, aber da muss ich nochmal kurz Pause machen. Nein, es ist nicht Smash Melee. Das ist auch so ein Kriegsspiel. Aber es hat sich so ein bisschen angehört wie der Turniermodus aus Melee. Also könnt ihr mal vergleichen, so aus meiner Erinnerung heraus hört sich das an wie der Turniermodus aus Melee.
Den Grapple hier baue ich nicht intentionell ab. Der liegt mir nur im Weg rum. Nicht fragen. Einfach akzeptieren. Ja, und wer mich fragt, warum ich immer einen Eimer Wasser dabei habe. Noch einmal, hier ist der Grund. Gut. Damit ist jetzt hier so weit wie möglich die Lava abgeschnitten. Aber leider auch jegliche Hoffnung auf Rohstoffe. Außer man sucht mit Absicht nach Stein. Stein gibt's hier reichlich. Und Kohle. Die Kohle nehme ich mit, weil ich will jetzt unbedingt, nicht unbedingt unsere Bäume verfeuern. Weil die brauchen wir tatsächlich dringender als die Holzkohle. Und ich meine, wir können ja Kohle abbauen. Von daher, also so ist es ja nicht, dass wir keinen Zugriff auf Kohle hätten, außer durch Bäume verfeuern. Ich muss zum Beispiel eigentlich mal wieder Holz hacken gehen. Ne, eine super beliebte Aufgabe in Minecraft-Gameplay, Holz hacken gehen. Und ja, ich wieder über Gott und die Welt rede und dabei in den Bäumen drin hänge. Ich glaube, ihr wollt nicht schon wieder meine Abhandlung über Religion Teil 3 hören oder so. Ich glaube, die ersten zwei Male war es tatsächlich noch interessant, so meine Meinung zur Religion zu hören. Aber ich glaube, so, wenn ich das irgendwann einfach wiederhole, ich könnte auch hier so einen Tonband abspielen. Meine Meinung zur Religion. Religion sehe ich als unnötig an. Wer hört sich sowas an? Oh nee. Hehe, fuck you, bitch. So, ich habe übrigens mittlerweile die Frequenz von Final Fantasy 13 von 3 Folgen pro Woche auf 4 Folgen pro Woche erhöht. Also, das sind dann Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und ja, Montag und Sonntag laufen hintereinander Folgen. Die Sache ist, das habe ich auch schon in Final Fantasy erwähnt, ich bin gerade bei 30 Stunden in Final Fantasy 13 und habe 92 Folgen. Wenn das Spiel wie erwartet 70 Stunden geht, dann kriege ich nochmal 100 Folgen zusammen. Also sagen wir mal, ich kriege, weiß nicht, knapp 200 Folgen noch zusammen. Bei 3 Folgen pro Woche, da komme ich dieses Jahr nicht durch damit. Und ich will ja unbedingt Final Fantasy 15 anfangen. Ich will auch, dass 13 irgendwann ein Ende hat. Ja. Und da habe ich mir das jetzt eben zur Regel gemacht, okay, dann nehme ich einfach, wenn ich Final Fantasy 13 aufnehme, viel auf und bringe dann halt auch 4 Folgen pro Woche. Sollte ich es schaffen, so viel aufzunehmen, dass ich extrem viel vorproduziere und irgendwann in Final Fantasy 15 reinrutschen, dann, ja, mache ich keine Pause, sondern nehme halt wirklich direkt Final Fantasy 15 auf und teile dem einen extra Slot zu. Also, weiß jetzt nicht, ob ich das an anderen Tagen mache, also Dienstag, Donnerstag, Samstag und Montag. Und tschüss. Ja, die Fackel hat er mir wenigstens gelassen. Oder wie ich das sonst mache. Hi. Hallo Spinne. Spider-Fein. Wow! Ich habe mich gerade nur eventuell ein wenig K.O.
kaum merklich erschrocken. Oh. Hallo, Endermann. Ja, ich bin Multikilling-fähig. Scheiß auf Multitasking, ich bin Multikiller. Ich bin der Killer. Killer ist in der Haus. Verpiss dir, du Bitch. Okay. Dann nehmen wir erstmal das Eisen hier aus der Wand mit. Bin hier in einem völlig neuen Höhlenabschnitt. Und schon wieder ist es so gigantisch. Oh, nee! Wow. Na gut. Ja, sicher. Wo kam der schon wieder her? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich nicht wüsste, dass es keine Creeper-Spawner gibt, dann würde ich annehmen, dass hier einer ist. Das kann doch nicht wahr sein. Da haben sich gerade 3 Creeper neben mir weggesprengt. Ey, wenn noch ein 4. von diesen Fotzen kommt, dann raste ich aus. Ich verliere nicht mein Inventar hier unten in dieser Fickhöhle. Geht voll los hier. Da unten ist noch einer. Ja, trau dich, du Bitch. Oh, da fällt mir ein, es gab ja vor Jahren mal den Gronk Creeper Comic. Von Anuki Morgenstern war es, glaube ich. Oder? Nee. Nasty, genau. Nasty, die Zeichnerin. Schade, dass es davon keinen zweiten Teil gibt, ne? War ja schon... Es war echt ein toller... Comic auf Facebook. Ja. Und sie hat auch tatsächlich Part 2 angefangen. Bei dem sich Gronkh dann auf die Suche nach seinem Creeper macht. Aber das hat sie nie fortgeführt. Was echt schade ist. Ich glaube, die ersten 3 Seiten hat sie fertig gehabt und dann nie wieder fortgesetzt. Ich glaube, mittlerweile ist ihr Facebook-Account gelöscht. Also es wird definitiv auch nichts mehr kommen von ihr, schätze ich mal. Also wenn sich jemand von euch berufen fühlt, das fortzusetzen, dann wäre ich so froh, wenn das jemand machen würde. Oder auch Nasty, ne? Wenn sie Bock drauf hätte, es fortzusetzen, ich wäre so glücklich. Weil ich das gerne fortgesetzt wüsste. Würde das halt gerne zum Abschluss kommen lassen. Aber es ist ja auch ähnlich wie Cold Mirror. Die hat einen Plastikpokal ja auch nicht fertig gemacht. Und andere Filme hat sie ja auch nicht parodiert. Wobei ich der Meinung bin, dass im Cold Mirror-Stil... So, na, Film 5 würde vielleicht noch gehen, wäre aber extrem schlecht wahrscheinlich. Also Plastikpokal wäre auch leider nicht ihre Glanzleistung und so wie sie das insgesamt gemacht hat, hätte sie es wahrscheinlich auch nicht fortsetzen können. Ja, also, sie müsste ja den Stil von Harry Potter und ein Stein auf die anderen Filme anwenden, damit es halt so konsistent ist. Und ich glaube, der Stil wird einfach nicht als Parodie auf alle anderen Filme passen. Bin mir aber nicht sicher. Cuddy wird es wahrscheinlich besser wissen. Ja, sprengt euch halt gegenseitig weg. Habe ich kein Problem mit.
Ja. Okay, haben wir das auch geklärt. Ja, ich bezweifle, dass die anderen Filme als Parodie von Cold Mirror gut wären tatsächlich. Also es wäre wahrscheinlich lustig, aber ich glaube, der Stil passt nicht und ich glaube, so insgesamt wäre das dann schon zu sehr ausgelutscht. Also genießen wir einfach Harry Potter in den Stein und Harry Potter in der geheime Pornokeller und den Plastikpokal. Und ich muss auch sagen, der Pornokeller, der war ja auch schon... Am Ende hat man so ein bisschen gespürt, dass es ein bisschen gezwungen ist, dass es halt mal zum Abschluss kommt, so ungefähr. Ja, kipp um. Also ich bin Christ, ich feier keinen Yom Kippur, ich feier Yo-Kipp um. Ja, mein Humor wird auch nicht besser. Aber hey. Holy shit. Und jetzt höre ich schon mich an so einen Zombie. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht. Verpisst euch doch einfach alle. Lass mich doch einfach hier in Ruhe meine Höhlentour machen. Achso, ach, das ist kein Zombie, das ist der Endermann. Stimmt, der hat ja am Anfang die Zombie-Geräusche bekommen. So, ich muss immer wieder nach rechts schauen, wie weit ich in der Aufnahmesession bin. Weil ich muss auch wieder eine Überlängen-Session machen, also keine 3 Folgen, sondern 4 Folgen aufnehmen, weil dann schaffe ich es echt wieder in meinen normalen Minecraft-Zeitplan reinzukommen. Ne? So. Der Creeper schweige in der Gemeinde. Oder so. Wow. Ja, wie gut, dass ich nicht straight nach unten gegraben habe. Das hätte jetzt wehgetan. So, hier sicherheitshalber noch eine Fackel platzieren. Ach, ich bin schon wieder fast voll, ne? Ich bin auch so eine Hure. Ich nehme hier auch alles mit aus der Höhle. Ich kann meine Finger nicht von dem Zeug lassen. Ja, bin so eine Koksnotte. Nehme ja alles mit und kann die Finger nicht von dem Stoff lassen. Brauche immer mehr. Es geht nicht ohne. Ich kann nicht mehr ohne. Oh, oh ja. Oh, mm, oh, oh, das ist ein geiler Schuss hier. Mm. Oh. Ja, also mehr ab 18. Irgendwann muss ich ja wirklich so eine Altersbeschränkung auf meine Videos legen. Weil jetzt, wir haben auch Stardew Valley mal aufgenommen in einer Selbsthilfegruppe. Oder Chaos-Truppe oder jeder nennt die auch irgendwie anders, unsere Aufnahmegruppe.